Doch von meinem Platz aus gar nicht unsere Altbauwohnung sehen. Es flog so manches Glas, doch du den Streit, den wollte ich nicht. Dass du jetzt nicht mehr an mich denkst, das stört mich nicht. Gut, dass Männer nie weinen, sowas wirst du nie sehen. Einfach das Gehen. Gutes Männer nie weinen, sowas tun Kerle nicht. Und diese Träne im Gesicht, sie ist nicht für dich. Sie ist nicht für dich. Männer nie weinen, sowas wirst du nie sehen. Wir sind so hart wie Stein, uns will einfach das Gehen. Gutes Männer nie weinen, sowas tun Kerle nicht. Und diese Träne im Gesicht, sie ist nicht für dich. Gut, dass Männer nicht weinen. Michael Wandler auf francebleuelsos.fr. 10 Uhr nine. Du wir und mir Temsin und du wie wir heute vom Internationalen Strassentheater Festival reden von Rostock. Es heisst Tête à Tête und wir reden davon mit der Kunstdirektorin Julia von Wild. Also, Julia, ich schiffre euch, wie man so kommt. Warum Tête à Tête? Und nicht Kopf zu Kopf, oder? Ja. Weil es angefangen hat tatsächlich im Jahr 1993 als deutsch-französisches Festival wegen der Nähe einfach zur Grenze und weil auch einfach das Straßentheater in Frankreich sehr viel größer, sehr viel populärer ist als in Deutschland. Und so ging es los und daher kam die Namensgebung. Also das ist ja 25 Jahre, wie hat das alles angefangen? Genau, also eben mit einzelnen Produktionen, die in Frankreich und in Deutschland gespielt haben. Und das war so erfolgreich dann in Rastatt, dass es immer größer wurde und sich verstetigt hat zu einem der größten Festivals, die wir in Deutschland jetzt haben im Straßentheater und auch zu dem bedeutendsten Festival in Deutschland. Und wie gesagt, 25 Jahre, aber schon mal gesehen, also es nur das 13. Mal ist, wenn ich das organisiere, wie kann man, ist das alle 2 Jahre? Das ist alle 2 Jahre und zu Anfang gab es da einmal einen jährlichen Rhythmus und dann wurde es auf zweijährig umgestellt. Und es hat keinen schlimmer Sinn, denn die wissen vorher, ihr macht es das zweite Mal jetzt, in 2016, und sie haben alles wollen halten. Genau, wir haben 2016 angefangen und das Festival gegründet hat Charlie Bick und der hat es bis vor 3 Jahren auch geleitet, hat dann aufgehört und dann haben wir jetzt die Festivalleitung übernommen. 2016 zum ersten Mal und jetzt ist unsere 2. Ausgabe. Also wissen wir noch, wie es geht jetzt? Ja, wir wissen jetzt, wie es geht. Das ist aber auch noch aufregender, weil man natürlich auch immer was Neues machen will und bringen will beim Festival und genau. Und wie ist das Gold hätte noch gedenkt, nein, das kann nicht gehen. Nee. Man muss wieder schmoren. Genau, man muss immer weitermachen und gucken, dass man neue Dinge findet, neue Schwerpunkte. In diesem Jahr, weil wir eben Jubiläum feiern, gucken wir ein bisschen wieder rüber nach Frankreich und haben viele französische Produktionen eingeladen. Und da gibt es noch viele Überraschungen, wie wir erfahren waren. Und warum ist das wichtig für euch, dass das Straßentheater weitergeht? Weil Straßentheater eine ganz, ganz nahe Kunstform ist, auf der Straße, im öffentlichen Raum. Wir haben keine Schwellen in Form von Eintritten, die man irgendwie in Theater oder in Museum hat, sondern wir bringen die Kultur auf die Straße, da wo die Menschen sind und verändern den öffentlichen Raum. Und es ist kostenlos. Und es ist kostenlos, weitestgehend. Und da sind viele Sachen, also bei uns gesagt, es ist nicht nur Theater, es wird auch getanzt, es wird gesungen, es wird manche Sachen, wie man nichts hört, aber nur lügen, gell? Genau, vieles ist ohne Sprache. Damit ist es international so erfolgreich. Wir haben ja 47 Kompanien aus 16 Nationen da. Das funktioniert eben so gut, weil das meiste ohne Sprache ist. Wir haben ein paar sprachlastige Theaterstücke. Aber das meiste erklärt sich eben selbst über Zirkus, über die Ausdrucksform, Tanz,
Performance. Und können die Leute auch mitmachen? Zirkus? Es ist sehr interaktiv, das ist so, ja. Und zwar entweder bei den Shows, wo man mit auf die Bühne kommt, aber wir haben auch dieses Jahr Stücke, wo wir Statisten aus Rastatt und der Region dabei haben, die wirklich richtig mitwirken. Und es hat also mehr Erfolg, denn sind Leute, wie vielleicht künstler sind und wie kein Soul kriegen oder wie nicht ruhig auf die Bühne gehen, die alle können da schon probieren, ob es nicht voll da. Genau, eben. Also das ist unsere Idee. Wir wollen die Leute für die Kunstform begeistern, dass sie auch mitmachen und entweder als Statist oder ganz überraschend in der Show, wenn man plötzlich auserwählt wird und auf die Bühne mitkommt. Denn es ist nicht einfach so anfangen, einfach spielen oder Kunst machen. Nee. Man muss es probieren, also das ist das beste Beispiel. Genau. Für einen kommen. Also es heisst Tête-à-Tête, das ist das 13. Mal, wie ich das organisiere, aber ich das 2. Mal, aber es ist das 13. Festival schon in Rastatt. Wie groß ist das? Ist das ganz Rastatt drin? Oder? Genau, wir nehmen die ganze Rastatter Stadt ein. Die Innenstadt. Wir haben zwei neue Spielorte in den Parks, im Schlossgarten, am großen Barockschloss von Rastatt am Murgpark und wollen somit auch das Stadtbild von Rastatt für eine Woche komplett verändern. Also wird du gesperrt oder kommt auch durch? Es ist weitestgehend gesperrt für den Verkehr, damit eben auch die Leute flanieren können und ungestört von Show zu Show laufen können und ihre Stadt mal ganz anders wahrnehmen können. Und da werden wir davon reden, noch in ein paar Minuten, mit der Julia von Wild, die mit uns ist im Studio von France Bleu Elsass. Ihr könnt uns studieren auf francebleuelsass.fr. Ihr habt uns auch dabei mit der Applikation France Bleu auf dem Smartphone, auf Tablet, überall kostenlos. Gerade so wie dem Festival, ihr könnt uns runterladen und überall mitnehmen. In ein paar Minuten gehen wir weiter auf Rastatt für das Festival Tête à Tête. Bleiben mit uns, der Rezitorische macht eine Neuigkeit. Es ist gesungen von Madame Monsieur, wie das gesungen haben. Für Eurovision, 13. Platz und so geht. Es ist nicht so schlimm und es heisst Merci. Mit Nando und mit dem Jonathan ich noch schön auf France Bleu Elsass. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. We'll be right back.
Merci, Madame, Monsieur, France Bleu Elsass.fr. To hermachen, nächste Liedle, nächste Liedle. Wie macht du gerne hier? Macht uns immer singen mit. Und die Liedle, so wie das Liedle, wie macht ihr denn, sind auch auf der Compilation Talent France Bleu 2018, Volume 1, wir haben Friedrich Komisch, das sind drei CD-Debits. Auf dem ersten zum Beispiel, wer macht dort Enfoiré, der Sliman, Luan, der Benabar. Auf dem zweiten haben wir noch der Eddie Mitchell und der Pascal Obispo, François Zargi, Pink, Tibbs, Seed Action, Sushin Isoro und auf dem dritten CD, da haben wir den Michael Jackson zum Beispiel, der Jean-Jacques Goldman, der Serge Gainsbourg, voilà, wunderbare Künstler, wie ihr da findet auf der Compilation, wie bei uns auch zu gewinnen ist, auf francebleuelsass.fr. Miteinander freuen stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Noch nie und da reden wir heute Morgen von dem 13. Strassentheaterfestival Tête à Tête in Rostock am 29. Mai. Julia von Wild ist mit uns, Kunstdirektorin, und da haben wir schon viel erfahren darüber, aber ja, es ist ein kleiner Stiegel, dann sind so viele Sachen zu sagen. Und zum Beispiel, ihr habt noch so Partnerschaft, nicht nur Französisch, nicht nur Deutsch, aber es kommen Lied aus allen Ländern und nur noch eine Partnerschaft mit Power of Diversity. Was ist das genau? Genau, wir sind kurzfristig Partner geworden im EU-Projekt Power of Diversity, Crossing Lines. Das ist ein großes Projekt mit Jugendlichen aus 9 Ländern, von den Kanarischen Inseln über Russland, Portugal. Also ganz spannendes Projekt, die ein ganz großes Theaterstück gemeinsam aufführen. Es werden 10 Jugendliche aus Rastatt daran teilnehmen. Die haben jetzt gerade Workshops bekommen und werden dann am Samstag, den 2. Juni, alle gemeinsam auf dem Kulturplatz in Rastatt auftreten. Denn es steht im Namen Diversity, das heißt also alle. Alle können mitmachen. Du sind Junge, du sind Ältere, du sind Deutsche, Französische, aus ganz Europa. Wie kommen? Genau, es geht darum, Grenzen zu überschreiten und gerade der jungen Generation das Zeichen zu geben, es gibt eigentlich für uns keine Grenzen und wir wollen sie überschreiten. Und das stellen sie in wirklich einer ganz großen Platzinszenierung dar. Das ist ausnahmsweise bei freiem Eintritt. Wir haben sonst Abendprogramm mit Tickets. Dieses Stück können wir bei freiem Eintritt zeigen. Da freuen wir uns sehr drauf, weil wir es damit für sehr viele Leute zugänglich machen. Also viel Zorro auf dem Programm. Zum Beispiel, ich habe gesehen, der DJ Friedmann kommt. Wer ist das? Genau, DJ Friedmaschine ist eine interaktive Installation aus den Niederlanden. Es geht darum, ein bisschen eine Hommage an die Fritten zu feiern, über viele kleine Geschichten rund um die Kartoffel, bis sie dann wirklich zu einer Pommes frites wird. Und man tanzt dabei, man schält seine Kartoffel selbst. Und eine ganz schöne poetische Installation rund um Pommes frites. Und man isst es ja auch noch recht? Am Ende kann man sie essen. Ketchup, alles vielleicht dabei. Alles dabei. Aber Achtung, es ist nicht gut für Gesundheit, aber trotzdem. Es ist eine ganz kleine. Weil es ist schon Gemüse. Ja. Und da gibt es noch andere Sachen, also im Rand von Essen. Sowieso wird alles besorgt, da gehen nicht Leute essen, ich trinke auf dem Platz. Genau, Gastronomie gibt es für alle Besucher. An allen Spielorten haben wir ein gastronomisches Angebot. So, die ganze Stadt feiert mit. Und für Musik, was haben wir da? Musik haben wir Mr. Wilson Second Line aus England, die kommen. Das ist eine Marching Band, die sehr moderne Marching Songs neu interpretiert, auf eine sehr schrille Art. Da freuen wir uns sehr drauf. Und du, sind auch zum Beispiel so kleine Veranstaltungen für Kinder? Genau, wir haben auch Kinderprogramm. Es ist grundsätzlich, unser Programm ist ein Familienprogramm, ist für alle. Wir haben aber auch kleine Installationen und kleine Sachen für Kinder im Schlossgarten. Genau, einfach mit kleinen Theaterstücken, mit Installationen, wo sie selbst auch teilnehmen können. Und was muss man nicht verrobeln? Wer kommt du noch alles? Ich freue mich besonders auf Le Commando Percu. Das ist unsere große Jubiläumsshow am Mittwochabend im Ehrenhof des Barockschlosses. Das ist ein großes Feuerwerkstheater. Das wird ein ordentlicher Jubiläumswumms, den wir feiern, um das 25-jährige Jubiläum zu zelebrieren. Dann freue ich mich auf die Compañía Madusha aus Valencia. Das ist eine getanzte Hommage auf Stelzen an die Frauen dieser Welt. Oh, also das verrobeln wir nicht. Und wir werden sowieso, ich bleibe mit uns bis um 10 Uhr, wir werden das alles erfahren auf francebleuelsass.fr mit der Julia von Wild, wie uns das alles erwähnt. Und das ganze Programm kann man finden auf Internet auch? Genau, es gibt das Programm im Internet und Sie können dort das Programmheft auch bestellen. Und sonst gibt es das an den Infoständen beim Festival. Und da werden wir noch ein bisschen mehr erfahren darüber aussehen.
Ob ihr spielt oder wie ihr da drinnen gefallen sind, das alles werden wir erfahren auf France Bleu Elsass. Mit Nandor und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. In ein paar Minuten kommt er, es ist der Pierre Nuss, wie uns wieder etwas Schönes gefunden hat, auf Internet. Was interessiert ihn denn heute Morgen? Er will am Münster von Strasbourg, ich mitnehmen, aber ohne gehen. Ja, ja, das alles ist Meli. Und er zeigt sich, wie er nehme ein Zettel, obla, ein Ticket mit Eruption und Wort. Bis dann. Ticket mit Eruption auf francebleuelsass.fr. In ein paar Minuten werden wir wieder von dem Strassentheaterfestival reden auf France Bleu Elsass von Rostock mit unserem Gast Julia von Wild, wie du bei uns im Studio ist. Aber zuerst haben wir Rendezvous mit dem Pierre auf Internet und wir gehen ans Münster. France Bleu Elsass. Ah, es ist ein bisschen frisch, ein paar Tripfel wie voll am Rand. Vielleicht keine Lust von uns gehen und Strasbourg besuchen. Aber das kann man dem auch machen, Pierre. Kennen alle das Münster? Ja, hoffentlich. Aber ob mir selber einmal, es ist nicht der Fall und dass ich Freund komme und so da ist kaputt. Oder ich habe keine Lust, nach Strasbourg zu fahren. Es ist wieder einmal Samstag und wir haben alle Kommissionen. Kein Problem. Wir haben viele Lesungen für euch, dass sich das Münster besichtigen können. Kostenlos von ihrem Computer ab. Wie läuft das? Das ist ganz einfach mit dem Site von der Œuvre Notre-Dame. Sie haben etwas ganz Nettes entwickelt, eine Besichtigung vom Münster über dem Computer.
durch das glaubt. Gehen schon einmal, erst mal auf dem Site kathedral-strasbourg.fr ganz unten. Auf der ersten Seite gibt es einen Titel «Visite en trois dimensions» oder «Visite sphénoramique». Es ist nicht total richtig, drei Dimensionen im Kines, das ist etwas anderes, gell? Da gibt es keine tiefe Schärfe, aber sie haben alle weit 360 Grad gemeint, das ist es. Es ist ganz einfach zu machen, wenn ihr auf dieser Besichtigung klicken. Da reisen ihr direkt vor dem Münster an. Am Ende der Krämergasse, dort wären ihr die Gali, Pfeiler, Sahne und Neufolie. So viele Möglichkeiten habe ich. Entweder klicken ihr drauf und reisen ihr in ihrer Besichtigung weiter, oder klicken ihr mit dem linken Knopf von der Maus und bewegen die Maus in derselben Zeit von links bis rechts, oben bis unter oder umgekehrt. Sie sollen 360 Grad und es ist schwer, die äußerst Punkt erläuft. Alle das. Da können auch viele Sachen besichtigen. Nicht jeden Meter vom Münster, einfach der kirchliche Vorplatz, das kirchliche Schiff, das nördliche und südliche Querschiff, der Chor, die Plattform und die Krypt. Es ist schon sehr nett, die ganzen Elemente zu sehen. Und natürlich sind manche gesperrt momentan wie einem Vigipirat. Und da auf dem Sitz können sie lösen. Da können sie an den Badisteer gehen. Und das ist schon auch wichtig. Und wenn ihr meint, es ist nicht gross genug, wären ihr uns noch gräser können machen, gell? Auf ihrer Müse ist es ein Radl als. Und wenn ihr die bewegt, wird es größer oder kleiner werden, wenn ihr ein Element von ihrer Besichtigung vergrößern oder verkleinern will. Es ist schön gemacht, es ist hochpraktisch auf dem Internetseite kathedral-strasbourg.fr. Pierre, man findet das alles noch einmal auf francebleu-elsass.fr. Pierre, wie immer, so gut ich so rede, für die, die nicht nüsse wählen und wie manchmal sieht man noch besser auf Internet, was man nicht sieht am Münster und schön expliziert, schön alles gemacht und das geht noch einmal auf francebleu-elsass.fr. FR, du wie ich und mir dem Sinn. France Bleu, Elsass. In ein paar Minuten kommt sie mit dem Wort vom Dorf, ist Daniel Krivner-Werner. Setz Achtäpfler, was ist denn das? Aber das verrät sie noch Monika Martin und YouTube, wie du kommst, France Bleu, Elsass. Der Abschied tut dann auch noch nicht weh. Doch jetzt bin ich
Elsass. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing air. Oh, you've seen enough to know it's children who teach. You're still You're the best thing about me, YouTube, für France Bleu, Elsass.fr. Das Beste haben ihr hier auf ihrem Sender auf Elsassisch. Es ist 20 bis 10 Zeit, als wir von einem Wort reden mit der Daniel Grevener-Werner. Was haben wir noch hier? Ob es ein Sitzen mit 8 Äpfeln? Ich habe es nicht richtig verstanden, Daniel. Nehmen wir das Wort Sitz, 8 Äpfel, doch, weil ich finde, es ist so schön. Weil ich normalerweise im Dialekt, ich sage Sitz Grumbieren. Aber Sitz, 8 Äpfel, so sagt man da, und das geht von Kohlmach. Schon dort nicht, so sagt man natürlich Saatkartoffeln. Ne? Aber Sitz, 8 Äpfel, 8 Äpfel, die sind auch wieder nicht, das sind keine 8 Äpfel, 8 Äpfel. Die sind 8 Äpfel. Das soll heißen Erdäpfel. Äpfel von der Erde. In der deutschen Mundart, da sagt man auch, Erdäpfel manche gehen. Und das ist genau das französische Wort noch Pomme de terre. Sehen wir, wie das ganz interessant ist, weil wo noch Krumbier in unserer Region gekommen sind, haben manche gesagt, manche zugesagt, bei Krumbier, Grundbier, ne? Dann weiß ich, sie haben gefunden, sie sind
nüss wie Beeren und manche haben gefunden, sie sind nüss wie Äpfel. Auf jeden Fall, sie haben sie verglichen mit Äpfeln, die sie kennen, aber natürlich, wo im Grund noch wächst. Grundbirne und Achtäpfel in der Erde dann. Sitz Achtäpfel, also wieder ein Wort, wie wir gleich den Vertiefs nicht gekannt haben, mit ich, Daniel Krivner-Werner. Und ich glaube, Daniel ist sogar mit uns in 20 Minuten. Vergibt es gut zu kochen, Klimmer? Ja, guten Morgen, Daniel ist hier für unsere Kochstunde nach den Nachrichten von der Szene. Und wir kochen miteinander etwas Ari Gesundes. Wir machen ein Gerieter-Omelette, aber auf eine ganz besondere Art, nicht in der Pfanne, aber im Backofen. Aber das probieren wir also mit Daniel Krivner-Werner, verhoppt es nicht. Und wir machen die Verlosung noch erst für 60 Euro Gutschein für den Muttertag, gell? Ah ja. Also mitspielen. Gibt es wieder ein schönes Rezeptbuch zu gewinnen? Auch? Natürlich, wir machen das. Ach, so, lalalala. Aber das soll sich nicht in 20 Minuten noch an den Nachrichten von der Szene mit dem Klima. In ein paar Minuten reden wir wieder von dem Strassentheaterfestival Tête à Tête in Rostock vom 29. Mai bis am 3. Juni mit unserem Gast Julia von Wilz. Also bleiben hier auf France Bleu Elsass 20 bis 10. «Ich wort» heisst das Lied von der Isabelle Grüsemeier. Es ist aus dem Album «Ich bin da», das nächste Album, wie sie durch uns gebracht hat und wie nach hier auf francebleuelsass.fr, 3/4. France Bleu Elsass. Wir reden heute Morgen von einem grossen Strassentheaterfestival. Das ist im Deutschland. Denn die Elsasser gehen gerne im Deutschen, wenn es los ist und umgekehrt. Und das heisst Tête à Tête. Es ist das 25. Jahr. Und wir reden davon mit der Kunstdirektorin Julia von Wild, wie mit uns ist im Studio. Also, was auch wichtig ist, alle zwei Jahre muss man das Jahr nicht verrappeln. Nee, genau, es findet alle zwei Jahre statt und ist dafür wirklich Deutschlands größtes Straßentheaterfestival und ein ganz bedeutendes,
auch von den Kunstformen und den Shows, die wir zeigen. Also, wir haben ein bisschen vorher davon geredet. Wie gesagt, viele Veranstaltungen. Da sind 47 Truppen, wie du kommen. Da gibt es Musik, da wird getanzt, da gibt es Zirkus. Wir haben gesagt, es ist kostenlos, aber es sind trotzdem so Sachen zu oben, glaube ich, wie wir trotzdem reservieren müssen. Genau, die Abendshows sind zum Teil mit Tickets, die kann man im Vorverkauf erwerben. Und aber auch noch an den Abendkassen. Es sind ein oder zwei Shows bereits ausverkauft. Wir haben aber auch schon eine Zusatzshow zum Beispiel jetzt, die wir anbieten. Und da muss man einfach einmal im Internet gucken, da gibt es die Tickets für die Abendshows. Und das Internet, das ist? www.tetatet.de. Ganz einfach. Ja. Und da werden wir das ganze Programm noch finden, was alles da los ist. Und das in ein paar Minuten mit der Julia von Wild, wie bei uns im Studio ist. Zuerst kommt ein Elsasser, wie mitmacht am Gesangwettbewerb Stimmen. Er wird auch in der Finals am 29. Juni im Tanzmatte für das Gesangwettbewerb organisiert von France Bleu Elsass und das Sprachamt, das elsassische Sprachamt. Es ist der Julien Achmi mit Mamama. France Bleu Elsass. France Bleu. Vos scènes s'éteignent, die Holte Werther, die Holte Sett, wo d'uns gelehrt hech, Mamama. Mit Julien Achmi auf France Bleu Elsass. Er macht mit, er ist bitte Finalist für das Gesangwettbewerb Stimmen mit der Kadia Klilou und Serge Rieger. Und wenn ihr dabei will, sind am 29. Juni, ganz einfach, es ist kostenlos, nur mit einer Mail machen, für das, was noch kommt, aus dem ersten Platz reserviert. Und das ist stimme@radiofrance.com auf Elsassisch, Stimme auf Schwänzel, radiofrance.com für uns eine E-Mail schicken und sagen, was ihr dabei will, sind am 29. Juni für das Gesangwettbewerb für die Finale von Stimmen. Wer wird Stimmen 2018 sind, das erfahren wir mit France Bleu Elsass. 10 bis 10. Wir reden immer noch von dem Straßenfestival Tête à Tête für das 13. Mal, wie es organisiert wird in der Rostock. Und da sind wir mit der Kunstdirektorin Julia von Wild. Also ihr macht das seit 2 Jahren, aber nicht allein, gell? Nein, wir haben ein ganz großes Team natürlich. Also allein das Organisationsteam in Rastatt. Wir sind insgesamt dann mit den Technikern und den ganzen Helfern. Wir haben sehr viele
ehrenamtliche Helfer sind wir über 100 Menschen. Ich würde schätzen 140 Leute, die dieses Festival auf die Beine stellen. Und auch ohne diese ganzen ehrenamtlichen Helfer wäre das überhaupt gar nicht möglich. Und man begrüße Ihre Kollegin dort, Katrin Bahr, wie das alles mit ist. Man hat schon tut, denn sie spricht sich viel auch weit. Das ist doch ein großes Festival und spielen sie dort, dort. Und da sind 47 Truppen gekommen. Das muss man alles unter Leitung machen. Da haben wir sogar 6 Tage lang schon. Es ist nicht nur ein Uhr, es ist 6 Tage, den ganzen Tag, wie ich daran denke und daran arbeite. Da wird der Rainer nicht viel schlafen. Nein, da werden wir nicht viel schlafen. Da gibt es zum Glück viel Adrenalin, was uns da auch wach hält. Und sind aber wirklich, es sind ja über 250 Einzelveranstaltungen, einzelne Shows, die jede einzelne muss organisiert werden, damit sie gut stattfinden kann. 47 Künstlergruppen, es sind über 100 Künstler, die nach Rastatt kommen. Da ist viel zu tun. Und meine Maron, zum Beispiel, wenn jemand ein Theaterstückel schreibt, der hat schon Theater gespielt, der hat schon Theater gemacht, aber ich bin gar nicht in dem Ding, ihr macht kein Theater, ich singe nicht, ihr macht kein Zirkus, aber ich tue das alles trotzdem unterstützen. Wir sind hinter den Kulissen, genau. Wir sorgen dafür, dass es stattfindet, wir suchen das Programm aus, wir reisen sehr viel durch ganz Europa und suchen die Shows aus, die wir dann nach Rastatt einladen. Und zum Beispiel werden wir auf Portugal gehen, auf Ihre Kollegin, gell? Genau, meine Kollegin fährt morgen noch nach Portugal auf ein ähnlich großes Festival, weil sie dort in der Jury ist für ein Nachwuchsprogramm dort und dort die neuen Shows mit auswählen. Und es ist auch ein bisschen verlöflich, in 2 Jahren vielleicht, ein paar Künstler finden, oder? Ja, es ist, wir sind viel unterwegs, um auch immer wieder Neues zu zeigen. Straßentheater verändert sich auch über die Jahre, es kommen immer mehr Ströme, immer mehr neue Kunstformen auf die Straße. Der Tanz war sehr groß die letzten Jahre. Im Moment gibt es sehr viel Zirkus und wir versuchen schon immer neue Strömungen zu zeigen, neue Shows zu zeigen und das Publikum damit immer wieder zu überraschen. Und so, ihr habt es gesehen, Straßentheater verändert sich. Vor ein paar Jahren ist es nicht selber wie heute und ist nicht selber wie morgen. Wie sehen ihr es in 10 Jahre Straßenfestival, wie wird das in 10 Jahren? Da sind wir sehr gespannt, aber zurzeit ist zu beobachten, dass wirklich sehr viel Zirkus gezeigt wird und auch interaktive Installationen. Es sind sehr viele neue junge Künstler, die auf die Straße kommen. Das ist auch ein Fokus von uns. Wir haben einen Fokus auf die Jugend gelegt, auf junge Künstler, aber auch auf junges Publikum. Wir haben da ein ganz eigenes Programmformat entwickelt, weil wir immer mehr, wir möchten gerne junge Leute für diese Kunstform begeistern. Aber wie gesagt, ganz familiärisch eingeladen, die Jungen, die Älteren, richtig. Programm ist für alle. Voilà, alle werden etwas finden. Da gibt es wie viele, und was ist, macht man die Truppe nicht verrobeln, wenn man eine nicht sieht und einen da. Aber am anderen da ist es auch wieder durch. Das Programm ist so geschrieben, dass man sehr, sehr viel sehen kann. Ob man wirklich alle Gruppen sehen kann, das weiß ich, glaube ich nicht. Aber, aber weil es einfach so viele sind, aber es ist schon so, dass man wirklich den ganzen Tag dort verbringen kann, bis in die Abendstunden hinein und ganz tolle Shows sehen kann. Aber du wirst mal noch ein bisschen mehr erfahren mit ich, Julia von Wild, in ein paar Minuten auf France Bleu Alsace. Wir haben ein Rendezvous mit dem Hervé Schwächer und ganze Equipe von France 3 Alsace, 9h50 le matin. In 3 Minuten werden wir noch einmal das Programm gehen von dem Straßentheaterfestival Tête à Tête in Rastatt vom 29. Mai bis am 3. Juni. Bleiben mit uns. France Bleu Alsace. Aber du kommst zuerst Bredelers, sie haben ihr Album rausgebracht, das heisst Dodenkopf. Aber du singst so unser Liedl Ding. Ihr will ein Ding, aber du bekommst es auf France Bleu Elsass. Und ein Ding, voll elsassische Liedl, das ist eine Stunde. Jeden Tag vom Ende bis am Freitag, vom 2 bis am 3. Und das ist nur auf ihrem Sender, auf Elsassisch. Ding, a ding, a ding, a ding. Kalt wird der
singen mit den Bredelers auf franceblueelsass.fr. Du, wir und mir Tem sind. Und du, wie wir miteinander eine Stunde lang auf Elsassisch singen, das ist jeden Tag vom 2 bis um 3 nur auf ihrem Sender auf Elsassisch franceblueelsass.fr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé. Guten Morgen, Nolle. Alors nous, on va beaucoup manger aujourd'hui autour de ce Stammtisch. Que se passe-t-il de votre côté? Ah ben j'aimerais bien être à votre Stammtisch parce que chez nous, là, il n'y a rien sur la table. Mais on va se nourrir culturellement. On va parler d'un Strauss-Theater-Festival, un festival de théâtre de rue. C'est chez Rostock, c'est à Rastatt. Et on en parle avec Julia von Wild, directrice artistique. Guten Morgen. Guten Morgen. Es heißt also Tête-à-Tête. En vrai, c'est chez Deutschland. Wie ist das los? Genau, es ist in Rastatt und hat aber angefangen 1993, vor 25 Jahren, als deutsch-französisches Festival, weil wir eben so nah an der Grenze sind und das Straßentheater doch sehr stark aus Frankreich kommt. Und du kommst das alles sehen. Du sind viel Veranstaltungen, 47 Truppen, gell? 47 Kompanien aus 16 Nationen. Wir haben über 250 Einzelveranstaltungen an 6 Tagen, 5 Nächten. Alle, die ganze Familie ist eingeladen. Da gibt es zum Beispiel auch Sachen für Kinder, gell? Genau, wir haben ein Programm wirklich für Familien, für Kinder, für Jugendliche ganz neu den Fokus. Also es ist für alle, für jeden was dabei. Und Straßentheater, da denkt man, ja, da kommt der Ritter auf und du spielst. Nein, es ist nicht nur mit das, es ist auch Kunst. Da wird gesungen, getanzt, Zirkus gemacht. Genau, es ist sehr viel neuer Zirkus auf der Straße. Wir haben Tanz, wir haben Hip-Hop, wir haben Theater, Performance, interaktive Installationen, alle Genres des Straßentheaters decken wir ab. Und zum Beispiel, was kann man da sehen? Na, ganz toll dieses Jahr, weil wir 25-jähriges Jubiläum feiern, haben wir die Truppe Le Commando Percu eingeladen, die ein ganz großes Feuerwerkstheater im Ehrenhof am Mittwochabend, den 30. Mai, veranstalten. Eine französische Truppe, wie du anfangen dürft, also für das Straßenfestival-Theater. Das 13., wie wir das organisieren, es ist seit 25 Jahren, also alle 2 Jahre, gell? Man sagt es gerade so schnell. Ein Geburtstag, wie wir feiern, da gibt es vielleicht auch Überraschungen. Ja, wir haben ein ganz tolles Programm dieses Jahr ausgesucht, eben genau für diesen Geburtstag von Le Commando Percu mit dem Feuerwerkstheater zu einem großen EU-Projekt Crossing Lines am Samstagabend, wo 40 Jugendliche aus 9 Nationen gemeinsam eine große Platzinszenierung machen. Und ihr habt noch eine Partnerschaft mit Power of Diversity, das heißt, richtig alle kommen aus allen Ländern und alle feiern das miteinander. Genau, das sind Jugendliche aus 9 Ländern, die gemeinsam eine große Aufführung aufführen. Und du, das ganze Programm, wie viele Veranstaltungen gibt es im Gesamten? Es sind knapp 270 Einzelveranstaltungen. Oh lalala, und die kann man vielleicht alle sehen, da muss man vielleicht rennen oder alle 6 Tage kommen, denn es ist vom 29. Mai bis am 3. Juni. Es ist kostenlos, nicht alles sind manche Veranstaltungen zu, wie man bezahlen muss, aber da findet man das ganze Programm auf Internet. Genau, www.tetatet.de, da gibt es alle Informationen, man kann das Programmheft bestellen, Tickets bestellen, aber wie gesagt, fast alle Shows sind eintrittsfrei. Und natürlich sind alle Elsasser eingeladen, für Natürlich, wir freuen uns über alle Besucher. Julia von Wild, merci, dass noch unser Coaching sind hit auf France Bleu Elsass. Si vous aimez le théâtre de rue Hervé, il faudra donc aller à Rastatt à partir du 29 mai jusqu'au 3 juin. Et l'avantage avec le théâtre de rue, c'est que c'est compréhensible généralement par tout le monde. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Sind du in ein paar Sekunden die Nachrichten von der Szene. Julia von Wild, noch vielmals merci, dass du zu uns gekommen sind. Wir hoffen, dass viel Erfolg werden haben. Und ab dem 19. Mai bis am 3. Juni, also nächste Woche, muss man dran denken, ist alles soweit, ja? Es ist soweit, wir hoffen, es läuft alles glatt. Jetzt lassen wir euch ein bisschen schwitzen, ein bisschen... Endspurt, jetzt voilà. Haben wir nochmal Endspurt. Der Marathon bis am 29. bis am 3., wenn ihr wieder schnüffeln könnt. Aber es ist immer mit viel...